Herzlich willkommen auf dem PLW Review Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem Falten und Anbringen vom Brustadler an der Feldbluse. Es gibt momentan auf dem Markt einige Hersteller von Reproduktionen für Reenactment, Sammler und Filmer. Besonders zu empfehlen sind da Nesthoff und Elsenau Militaria. Für das korrekte Aufbringen benötigt ihr eine Schere, ein Lineal oder ähnliches, Textil- oder Sekundenkleber zum Fixieren der Faltungen, Nadel und Faden oder im Idealfall eine Nähmaschine. Und natürlich den Adler eurer Wahl. Zuerst wird der Adler wie gezeigt eingeschnitten und die obere Kante umgefaltet. Ist die Kante umgefaltet, wird der Stoff am besten mit Kleber fixiert. Ein Falten ohne die Hilfe von Kleber gestaltet sich beim Adler um einiges schwieriger als bei den Kragenspiegeln. Deswegen empfehlen wir ihn auch ausdrücklich, aber man sollte ihn unbedingt sparsam und mit Bedacht verwenden. Durch den seitlichen Einschnitt wird ein weiteres Falten der Schwingen ermöglicht. Der einfache Teil ist geschafft. Die Stellen bisher waren gerade und relativ großflächig. Jetzt geht es an die kleineren runden Teile, welche ebenfalls wie gezeigt umgefaltet und fixiert werden. Vor allem beim Kranz unten ist immer ein Kompromiss zu finden, zwischen der perfekten Rundung und der Möglichkeit des Faltens. Auch hier ist es fast unmöglich, das Ganze ohne Fixierung mit Klebstoff ordentlich hinzubekommen. Ist der Adler nun fertig gefaltet, geht es ans Nähen. Beim Anbringen ist darauf zu achten, dass der Adler mittig über dem Knopf angebracht wird. Die rechte Schwinge ist dabei etwa 1,5 cm höher anzubringen als die linke, da die Taschen angeschrägt aufgebracht sind und der Adler optisch jedoch gerade sein soll. Wird der Adler nun per Hand angenäht, geht er nun einfach im Zickzackstich am Adler entlang. Mit der Nähmaschine geht das alles natürlich ein bisschen schneller. Mit etwas geeigneterem Gerät und Übung bekommt man das alles natürlich noch schöner und gleichmäßiger hin. Im Idealfall unterstützt ihr auch gleich euren lokalen Schneider und fragt ihn, ob er den Adler mit einer industriellen Maschine aufnähen kann, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. ...1944 wurde der Brustadler gemeinsam mit der neuen Feldbluse vereinfacht und wird von nun an einfach als Dreieck aufgebracht. Und man fragt sich, wieso diese Änderung nicht schon früher kam. So viel zu diesem Thema. Wenn das Video für euch hilfreich war, gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal samt Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.